Beim Heimspiel des HC Grün gegen Altmeister Cortina sind alle Augen auf den tschechischen Neuzugang der Ladiner, Josef Straka, gerichtet. Und der präsentiert sich nach nur 5 Minuten gleich mit seinem ersten AHL-Tor. Brennan Ellis spielt im Powerplay zum 63-fachen tschechischen Nationalspieler und der netzt zum 1:0 ein. Einen besseren Einstand hätte Straka wohl nicht feiern können. Doch kurz vor dem ersten Seitenwechsel verliert Andreas Finazza unnötig die Scheibe an Josef Lien. Der kann ungestört zum Konter starten, nimmt an der blauen Linie Maß und bezwingt Gianluca Vallini zum 1:1 Ausgleich. Grün eigentlich spielt bestimmend in diesem Startdrittel, kann jedoch die Überlegenheit wie so oft heuer nicht umsetzen. Im Mitteldrittel werden dann die Gäste immer stärker. 8 Minuten sind gespielt. Nicola Fontanive zieht in die Mitte der Eisfläche, sieht dann eine Lücke in der grünen Abwehr und bringt erstmals Cortina in Führung. Vallini ist die Sicht verstellt. Die Gäste führen 2:1. Und nur 4 Minuten später, dieser Schnitzer des grünen Torhüters, Francesco Adami, bedankt sich und trifft ins leere Tor zum 3:1. Vallini hat heuer bei Weitem noch nicht die Form des Vorjahres erreicht. Dieser Treffer geht auf seine Kappe. Trotzdem gibt Grün nicht auf, versucht im Schlussdrittel dieses Match noch einmal zu drehen. In der 47. Minute sind die Hausherren in Überzahl. Straka legt für Derek Isman auf, der passt genau. Die Furie verkürzen auf 2:3. Martino Valedarin sieht den Puck zu spät, kann dieses Tor nicht mehr verhindern. Eine halbe Minute später lenkt Ronny De Zanna einen Schuss von Adami, aber zum 4:2 ab und stellt den 2-Tore-Vorsprung der Gäste wieder her. Und wieder vergeht nur eine halbe Minute. Fehler von Federico Lacedelli in seiner Abwehr. Fabio Costa mit der Riesenchance zum erneuten Anschlusstreffer. Und er nutzt sie und verkürzt auf 3:4. Dieses Tor gibt den Hausherrn Selbstvertrauen. 70 Sekunden sind in dieser Partie noch zu spielen. Grün sucht den Ausgleich und findet ihn auch mit Josef Straka, der goldrichtig steht und zum 4:4 abstarrt. Alle rechnen jetzt natürlich mit einer Verlängerung, dann aber folgt schon der nächste Schnitzer von Vallini. Der fahrende Francesco De Biasio hat eine Autobahn vor sich und trifft zum 5:4 Siegestreffer. Cortina klettert mit diesen 3 auf den 6. Tabellenplatz, Grün fällt hingegen immer weiter ab. Die Ladiner sind nun mit 4 Zählern vorletzte.